Liebe Leute, willkommen wieder bei Far Cry 5. Heute, ja, gehen wir die Devonport Farm erreichen. Das ist unser Ziel. Entschuldigung, aus dem Weg. Ich muss da leider durch, ne? Sonst komme ich nicht zur Devonport Farm, wenn ihr da rumsteht. Wie die blöden Deppen, du. Jetzt habe ich einen Riss in der Scheibe. Oh, da ist ein Flugzeug gewesen. Ist das böse oder so? Ich hoffe ja nicht. Straßensperre zerstört. Ja, gerne. Jetzt haben wir noch ein verfluchtes Schild. Ich habe die gerne zerstört. Ja, auch mit Absicht. Kappa. Ah. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten... Oh, ist Pepper versteckt. Dann gehen wir mal zum Prepper-Versteck hin, ne? Sekten-VIP eliminiert. Ja, Prepper-Notiz: Grace ist schon da draußen und macht den Peggys die Hölle heiß. Sie hat eine Menge Kram in dem Bunker unter ihrem Haus versteckt. Wir müssen einen Weg da runter finden, damit die Sekte uns nicht zuvorkommt. Mein Auto ist in die Luft geflogen, genauso wie alles andere hier gerade in die Luft fliegt. Das Bienen. Oh Gott! Ah! Ah! Bienen! Bienen! Es tut mir leid, liebe Bienen, es tut mir leid! Sie sind voll ausgerastet. So, wie komme ich denn hier rein? Ist irgendwo ein Eingang? Da, ne? Genau! So ein Drama hier. Und hier soll jetzt ein Bunker sein, oder? Ich muss mich jetzt so durchkämpfen. Und alle hopp. Hallo Bunky. Moment, hier kann ich rauf. Dann kann ich hier rüber. Ah, hallo. Oh Gott. Was war das? Was zur Hölle? Ich wollte hier unten noch gucken, ob hier noch was ist. Aber ich glaube nicht. So, gehen wir nochmal dahin. Ist das... Nee, ich lasse das mal so. So, hallo Bunker. Gucken wir uns hier mal an. Vielleicht gibt es da ja was Tolles. Oh, ist sogar beleuchtet und alles. Hallo? Grace, bist du da? Heb ab. Oh, wenn du das hörst, dann verschwinde verdammt nochmal, verstehst du? Die Peggys jagen Menschen wie dich. Leute, von denen sie wissen, dass sie mit Waffen umgehen können. Sie kommen mitten in der Nacht und brennen ihre Häuser nieder. Ich weiß, dass du dich wehren willst. Bitte, ich flehe dich an. Tu es nicht. Du musst fliehen. Gott, ich hoffe, du hörst das noch rechtzeitig. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es rechtzeitig gehört hat, aber ich glaube nicht. Die hat auf jeden Fall viele Konserven. Eine Weinflasche? Die hat sich gegönnt hier unten. Die hat sich hier unten gegönnt. Oho. Fuchsbau. So, da ist klar, das ist ein Safe. Da ist noch eine Weste. Können wir die mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Warum sind hier so viele Teddybären? Eine Notiz in Schreibschrift. Grace, wir haben Afghanistan zu einem Land gemacht, aus dem die Leute nicht mehr zurückkommen können. Du hast sämtliche Geschichten aus dem Krieg verschlungen, mit denen ich dich gefüttert habe. Ich hätte nicht gedacht, dass du in meinen Fußstapfen trittst. Doch genau das hast du getan. Du hast mich sogar überflügelt. Du bist die bessere Schützin und die bessere Soldatin. Die bessere Sportlerin und du hast die nötigen Medaillen, um was zu beweisen. Du musstest im gleichen Krieg kämpfen, in dem ich auch war. Das hatte ich nie gewollt, aber ich bin stolz auf dich. Auch wenn ich dir das nie ins Gesicht sagen konnte. Ich bin wohl doch kein so tapferer Soldat, wie ich immer gedacht habe. Dad. So. Was ist das denn hier für eine Waffe? Auch interessant, aber nicht so cool wie meine. Vorteilshefte und eine Menge Geld wieder. Eine Menge Geld. Dankeschön für das ganze Geld. Warum haben alle dieses Hundefoto? Vom Boom. Vom Boomer. Mögen die alle den Hund? Mochte jeder in dem Land hier diesen Hund? Und hat sich deswegen ein Bild von dem Hund gemacht? Und dann, weil sie sich alle dachten... Dieser Hund, den finde ich so cool.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Verschlossen. Dann mache ich das mal so. Genau, dann machen wir 3, 2, 1. Und nochmal ein bisschen Geld. Na, das hat sich doch gelohnt, immerhin. Wieder ordentlich Geld bekommen und alles Mögliche. Dann gehen wir jetzt zu Quest. Ganz ruhig, Hundi. Aber wie komme ich denn wieder raus? Hier hoch? Oder durchs Fenster ist auch eine gute Idee. Ja, dankeschön. So, Hundi, wir gehen jetzt 140 Meter in die Richtung. Und dann sind wir auch schon bei der Quest, wo ich hin wollte. Und vorher haben wir noch viel Geld gemacht. Ja, das hat es doch gelohnt, oder? Muss man doch mal sagen, das war doch natürlich gelohnt, ne? Kann man sich nicht beschweren. Ah, überall feindliche Büffel oder so. Sind die böse? Was sammle 3 Arten von Stierhoden? Ah, stimmt. Ich muss Stierhoden sammeln, ne? So, erstmal erlöse ich dich. Es tut mir leid. Es ist aber meine Mission. Oh, es tut mir so leid. Ich finde sowas immer echt... Oh, wenn man Tiere, die einfach nur rumliegen muss, in Spielen töten muss, das finde ich mal merkwürdig. Plündern voll. Warum ist denn Plündern voll? Kann ich irgendwie mein Inventar vergrößern? Moment mal. Kann ich bestimmt. Ich habe doch... Vorteilspunkt habe ich 6. Wo könnte man denn theoretisch ein Inventar... Reisetasche schafft Platz für mehr Gegenstände im Inventar. Da fehlt mir ernsthaft ein Punkt. Ah, ist das nicht schön? So, Inventar, was werfen wir denn mal weg dann? Kann ich überhaupt was wegwerfen? Streurakete. Das muss doch irgendwie gehen. Zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien. Stierhoden. Hä? Bin ein bisschen überfordert jetzt. Kann ich irgendwas herstellen, um Stuff loszuwerden? Machen wir mal hier. Kann ich den jetzt plündern? Plündern voll! Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht ganz. Ihr seid frei. Oh Gott. Oh, was zur Hölle passiert jetzt? Nein. Nein. So, komm her! Ne? Denkst du es? Bleib stehen! Wer hier rumvögelt, wird erschossen! Nicht vor der Ehe! Na ja, schön. Ich mach das normal. Irgendwie klappt das hier nicht, ne? So. Ihr seid frei. Ihr seid verdammt nochmal frei. Ihr macht der Hund ihnen Angst oder so, dass das nicht funktioniert. Entlassen. Ich muss dich mal eben entlassen. Tut mir leid. Ja, du musst mal eben gehen. So, hier. Ihr seid frei. Irgendwie... Ey! Ihr Stiere! Und du! Und du! Kommt mal her! So, hier. Guckt euch das an.
Da sind diese. Hier sind die Mädels. Könnt euch die mal. Los, los. Könnt euch. Ihr müsst die nehmen. Eure Chance, Mann. Ey, das ist doch bescheuert, ist das doch. Das ist so gar nicht wieder funktioniert hier. Oh ja, geiler Bug ist das, ganz ehrlich. Dass das nicht funktioniert, ey. Jetzt reicht's mir. Aua. Komm, wer will noch sterben? Also, ich habe euch die Chance gegeben. Aber ihr habt die Chance nicht wahrgenommen. Ne, dann müsst ihr leider sterben. Es tut mir mega leid. Also, ne, Chance vertan einfach. Ganz ehrlich. So, alle weg oder was? So, jetzt habe ich euch alle weggemanscht. Attacker! Ah, ich hab's mittlerweile verstanden. Okay, einmal hätten die, ne, Liebe machen müssen. Da habe ich dann einen Hoden von. Einen Hoden habe ich damit bekommen, dass ich die übergemanscht habe. Und den nächsten muss ich bekommen, indem ich die anzünde. Bitteschön. Ist das nicht ein bisschen brutal, irgendwie? Naja. Kann nichts dafür, will die Mission so. Oh Gott, ah! Entschuldigung! Verschwinde! Akrophie. Oh shit, Alter. Ah! Ach, Jungs. Kann ich hier nicht rein? Nö, ich darf da nicht rein. Geil. So macht das Spaß. Also richtig Spaß habe ich. So, okay. Immer noch die Mission jetzt fertig und alles verstanden. Tut mir sehr leid, dass es für euch vielleicht auch so ein bisschen verwirrend war. Was ich hier angestellt habe wieder für einen Mist, ne? Oh nein, ich habe aus Versehen den Zivilisten weggenatzt. Oh nein! Hallo Kollege. Na, hallo. Nicht weit von hier steht ein ausrangierter Bus, wo Leute vom Widerstand abhängen. Sie sammeln Flaschen und Gärungsalkohol. Sieht aus, als wollten sie mit Feuer spielen. Spiel mit dem Feuer. Danke für den Hinweis. Ich habe aus Versehen deinen Kollegen einen Headshot verpasst. Ja, rette dich. Das war keine Absicht. Ach Mann, wie passiert mir das immer wieder? Das ist doch wieder blöd. Immerhin haben wir die Mission echt fertig. Ey, ich war da ein bisschen verwirrt. Das hat man vielleicht auch gemerkt, tatsächlich. Larry Parker. Beschreibung. Ja, wir gehen da mal, müssen wir da ganz hin? Gehen wir da mal hin. So. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Hoden, die man auf spezielle Wege holen musste. Ich muss zugeben, wie gesagt, ich war sehr verwirrt. Aber am Ende hat es ja irgendwie geklappt, ne? So, ich beeile dich mal hier. Ich fahr schneller. Na, 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 na. Oh, oh! Oh, oh! Coole Mucke, Leute! Ey, geile Mucke! Nicht mich abschießen, bitte! Ja, schild doch mal! Oh, jetzt schießen die wieder auf mich! Ich habe eine Mission! Sonst würde ich mit euch kämpfen, aber ich habe eine Mission! Plündere Erdetrucks, um Widerstandspunkte zu haben. Oh! Später! Muss ich dahin, wo es brennt? Oh, shitty shit. Ich will nicht wieder das Auto im Wasser verlieren. Ich fahre mal nach Markierung, bevor ich das Auto wieder im Wasser verliere. So ist es immer noch schneller als zu Fuß. Aber komm, wir nehmen mal eine Abkürzung. Krasse Abkürzung, Leute. Yay! Einfach mittendurch. Weh, da kommt gleich wieder ein Fluss, den ich nicht sehe, ne? Ha! 300 Meter. Shit. Da ist wieder ein Fluss. Oh. Komm ich da durch? Ja. Haha. Der war nicht so tief. So, mit wem muss ich jetzt hier reden?
Moin, ich bin's. Was geht ab, Freunde? Was hast du denn für eine Info? Meine Schwester sagt, die Kellet Farm wird belagert. Die Sekte schlachtet das Vieh ab und hat die Familie als Geisel genommen. Jemand muss sie stoppen. Ich will ja, mit der Ruhe, ne? Erstmal hier, Kollege. Ach, meine Güte, die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Oh ja, yeah. Zeit für ein Fest. Ein paar Drinks später. Alter. Noch ein Schnaps. So, den haben wir. Jetzt bin ich Profischütze, auch betrunken. Einer neben geschossen, damit. Und kabum. Haha. Easy. Was zur Hölle? Habe ich gerade betrunken? Egal. Ja, akzeptieren wir das so. Oh shit. Schweine mit Partyhüten. Ah, schön. Eierfeier. Also am coolsten sind doch bitte die Schweine mit Partyhüten. Oder nicht? Also ganz ehrlich. Kann ich den Partyhut abschießen? Ohne dass ich sie verletze? Glaube nicht. Renn weg, ich wollte dir nichts tun. Oder geht das doch? Ne, geht nicht. Schade. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns bei einer anderen Folge dann wieder von Far Cry 5. Danke wieder fürs Zusehen. Das war ja erfolgreiche Eierparty hier. Missionsmäßig gibt es ja immer noch genug zu tun. Einmal Prepper versteckt. Muss ich da irgendwas? Nee. Sektenaußenposten und noch das und so. Ja, noch gibt noch genug zu tun auf jeden Fall. Mega viele Hauptmissionen. Bis zur nächsten Folge dann. Danke fürs Zusehen und ciao.